So, meine Herren, da kommen wir hier zurück zu einer Runde von Yu-Gi-Oh! The Duelist. Und wir beginnen mal in Battle City heute. Yugi war beunruhigt, dass ein unbekannter Feind versuchte, sein Millionenpuzzle zu nehmen. Er fühlte sich unvorbereitet. Er wusste nicht genug über das Puzzle, um zu verstehen, welche Gefahr er im Gesicht sieht. Hey, wie geht's dir, Yugi? Nicht so toll. Ich brauche deine Hilfe. Und auch der Geist vom Millennium-Puzzle. Wer auch immer es war, der das Puzzle gestohlen hat, schien viel über seine Vergangenheit zu wissen. Das erinnert den Geist, wie wenig er davon weiß. Aber mit dir rumzuhängen, könnte ihm helfen, Dinge herauszufinden. Sicher? Aber wieso genau soll ich das tun? Du hast immer recht, immer gute Ratschläge. Spreche mit ihm. Der Geist und Thea verbrachten einen Tag zusammen. Sie gingen zum Domino-Museum, die gerade ihre ägyptischen Ausstellung geöffnet hatten. Sie sahen ein altes Steinrelief, das eine Schlacht zwischen einem Zauberer und einem Pharao darstellte. Der Pharao auf einen fallenden Ähnlichkeit mit Yugi, während der Zauberer genauso aussah wie Kaiba. Als sie in Ehrfurcht vor ihrer Entdeckung standen, ging eine geheimnisvolle Frau auf sie zu, um sie zu begrüßen. Mein Pharao, ich habe dich erwartet. Hä? Wer bist du? Bin ich Ishizu von der ägyptischen historischen Gesellschaft. Ich habe viele Geheimnisse über dich aufgedeckt. Und diese alte Schnitzerei mit dem Zauberer meiner Millenniums-Halskette. Ein anderer Millenniums-Gegenstand. Wie dein Millenniums-Puzzle bietet mir diese Halskette bestimmte Kräfte. Mit ihr habe ich die Kraft 500 Jahre in die Vergangenheit zu schauen. Zu einer Zeit, als böse Zauberer drohten, die ganze Welt zu zerstören. Allerdings gab es einen König, der eine Magie besaß, stark genug, um die bösen Bedrohungen zu stoppen. Der Pharao, der die Welt rettete, warst du. Und jetzt ist die Zeit gekommen für dich, um die Menschheit noch einmal zu retten. Die Menschheit zu retten? Von was zu retten? Woher weißt du, dass die Welt in Gefahr ist, wir zerstört zu werden? Meine Millenniums-Heilskette zeigt mir auch Visionen für die Zukunft. Mein Pharao, die Ergebnisse der Gefangenheit werden wieder auftreten. Und das gleiche Übel wird zurückkehren, als um uns wieder zu bedrohen. Wie werde ich dieses Übel erkennen? Ich weiß, dass dein Gedächtnis verblasst ist und dass du nach vielen Antworten suchst. Ich weiß auch, dass ein Duell-Monster-Turnier beginnt. Wenn du es gewinnst, wirst du deine Antwort finden. Das Turnier, das Ishizu erwähnte, war Seto Kaibas Battle City Turnier. Sowohl Joey und Yugi erhielten Einladung zur Teilnahme. Das Thema als Teilnehmer erhielten sie eine speziell transparente Karte, die als Locator-Karte bekannt war. Das Duellier zog eine Gruppe von Duellanten an, wie die Raritätenjäger. Dieses böse Duellant war Diebe mit Absicht auf das Stehlen von seltsamen Duel-Monsterkarten. Joey verlor seinen rotäugigen schwarzen Drachen an den Raritätenjäger, bekannt als Sekka. In der Hoffnung, seine Karte zurückzugewinnen, fordert Joey ihn auf zu einem Rückkampf. Du hast meine Rotaugen und ich will ihn zurück. So ist es Zeit für ein Duell. Ich habe keine Lust, dich zu duellieren. Ich habe dich bereits dieses seltenen Rotäugigen entlastet. Meine Jagd auf dein Deck ist vorbei. Nun ist das schade. Ich gehe nicht, bis ich meinen Rotäugigen zurückgewinne. Joey, was ist los? Yugi Moto, er hat einen Gegenstand, den mein Meister begehrt. Dieser Kerl schuldet mir einen Rückkampf, damit ich meinen Rotäugigen zurückgewinnen kann. Ich habe bereits gesagt, dass du nichts hast, von dem irgendwen ein Nutzen für mich ist. Aber vielleicht ist dein Freund daran interessiert, mein nächstes Opfer zu werden. Es wäre mir eine Freude, den Duelist-Kindermeister zu jagen und seinen dunklen Magier zu bekommen. Also fordere ich dich, Yorimoto, zum Duell. Okay, Raritätenjäger, ich akzeptiere deine Herausforderung. Es ist der einzige Weg, deine Karte zurückzugewinnen, Joey. Und wenn dieses Duell gewinnst, werde ich dir deinen dunklen Magier übergeben.
Aber wenn du verlierst, musst du Joeys rotäugigen schwarzen Magier, schwarzen Drachen zurückgeben. So, dann schauen wir mal, was wir für schöne Karten haben. Ach du Scheibenkleister. Oh, was legen wir denn hier? Okay, ich lege Gamma-Maketenkrieger, Verteidigungsmodus und ich beende meinen Zug. Nach der langen Geschichte, die ich jetzt vorgelesen habe, Scheibenkleister, ich kann hier keine Flip-Beschwörung jetzt machen. Ah, gut, okay, setz mir diese Karte. Achso, nee, ich brauche keine Flip-Beschwörung, ich will ja diese Karte hier setzen. Genau, nee, ach. Ich will sie eigentlich setzen. Ja, genau, ein Tribut fördern. Den Gamma-Magnetleger. So, und muss dann zur nächsten Runde warten, dass ich dann die Flip-Beschwörung machen kann. Dann kann ich nämlich den anderen holen und dann kann ich mir nämlich das Asphosionsmonster holen. Süß. Ah, mein Handy hat gerade befriert, deswegen wurde ich unterbrochen. Ich weiß nicht, wo ich eigentlich gerade stehen geblieben bin. Ah, ich habe mich jetzt so gefreut, das wieder hier zu spielen. Ah, okay. Hm. So, Flip-Beschwörung aktivieren. Dann den Effekt aktivieren. Ja, dann hole ich mir die Karte. Okay. Ach, das ist die. Und dann können wir Polarisation anfangen. Können uns die Karte holen und tun die beiden hier gemeinsam fusionieren. Und dann kommt Schere des fliegenden Sagenungeheuer. Natürlich in Angriffsmodus. Dann können wir noch diese Karte hier beschwören. Und greifen ihn erstmal an, um zu hoffen, dass er jetzt... Ich bin noch in der Battle-Phase. Oh, ich kann mit nichts angreifen. Oh, ist das fies. Na gut, dann gehen wir eben... Legen wir noch diese Karte hier und dann beende ich natürlich meinen Zug. Du bist ran, Seeker. Seeker. Da kann extrem viel gerade... Ah. Okay. Kann man... Achso. Alter, der kann ja... Ich glaube, der geht vorher Karten leer. Aber was hat... Was? Was? Wie? Alter! Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, hä? Der hat einfach mal die... Woher hatten die Idiot? Bah! Ach du Scheibenkleister. So. Wir legen erstmal hier. Wir setzen ihn im Verteidigungsmodus, setzen dann noch diese Zauberkarte und die Fallenkarte, Staubtornado. Weil ich hoffe, dass ich damit dann seine ganze Reihe dann besiegen kann, so dass er dann jedenfalls keine Karte mehr legen kann oder kein Ziel mehr kann. Nein, es geht schon wieder los. Ja, komm. Da fügt man gleich mal Schaden zu. Oh, fuck. Nee, ich möchte eigentlich keine weitere Sache hinzufügen, nein. Aber er darf zwar ziehen. Ah, oh, fuck. Nein. Keine Kette, keine Kette, keine Kette. Nein. Ich habe das schon wieder verloren. Jetzt wird er wieder diesen Krug nehmen. Nein, doch nicht. Ey, was? Gibt's doch nicht. Oh, jetzt hätte ich... Oh, fuck. Jetzt hätte ich Dings gebraucht. Alter, was ist denn... Das ist ja... Nein, 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 nein. Nein, 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 drei Züge, zwei Züge noch. Ich krieg den nicht besiegt. Geil, ich hab verloren. Komm. Ich hab doch verloren, kannst du mir sagen. Alter, Leute. Das ist eine fucking kranke Runde. Oh, nee. Na, ah! Ey, was soll denn das? So ein Kack. Setze diese Karte. Setze diese Karte. Das war's, mehr kann ich nicht. Ey, der wird doch schon wieder gewinnen. Ja, schön. Ja, geil. An sich bin ich unbesiegbar, wenn er weiter so macht. Normalbeschwörung. Ja, welche ist denn das? Ich bin gespannt, was die Karte jetzt macht. Ich darf eine Karte rausnehmen oder... Darf ich eine Karte nehmen oder Friedhof... Oh, da hat noch alle... Da hat er noch alle auf den... Oder nee, ich darf das gegnerische Deck durchgucken. Ich kann nichts machen! Ich müsste seine Karte drüben zerstören. Nein, ja, gut. Ich müsste seine Karte nehmen. Und ihn dann angreifen. Ah, er fühlt sich schon nicht mal sicher. So, schön, dass ich Kuribo habe.
Endphase. Komm. Ich hab eh verloren. Kannst mir sagen, was du willst. Ah, geil, jetzt opfert er oder was? Jetzt, was macht Opfern? Oh ja, zum Rotäugigen. Gut, zum Glück, ich kann ihn ja angreifen. Ich kann ja seinen Rotäugigen nehmen, um ihn dann selber anzugreifen. Brich ich noch eine andere schöne Karte? Mission, naja. Gut, dann lassen wir es mal dabei. Wir holen uns... nee, eigentlich... Ich habe keine Karte zum Opfern, deswegen... Ich lasse es mal, dann kann ich nämlich Kuribo rufen. Dann kann Kuribo nämlich sich drum kümmern und... Genau, direkt dann Angriff. Kuribo lege ich hin. Und Kuribo nimmt den Schaden auf. Und so hoffe ich, dass ich eine Karte brauche, wo ich ein Opfer brauche. Nee, Fallenkarte, Zauberkarte. Wir setzen diese Karte. Holen uns... Ich will das eigentlich nicht. Und er kann mir ja Schaden machen. Das macht mir nichts aus. Jedenfalls kriegt er Schaden. Mehr kann ich nicht machen. So, einmal probiere ich das Ganze jetzt noch. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch jetzt relativ gut aus. Es sieht relativ schlecht aus. Es sieht sehr relativ schlecht aus. Oh, Magnetkrieger. Cool. Beschwören ihn und greifen ihn erstmal an. Geht das jetzt schon? 1700, dass wir jetzt jedenfalls schon mal Schaden machen können. Und dann beende ich den Zug. Vom Magnetkrieger, da gab es doch auch noch eine Fusion. Warum hat denn der eine Karte? Achso! Warum hat denn der die weggelegt? Da habe ich ja eine super Chance, um zu gewinnen eigentlich. In die Battle-Phase. Ich glaube, das Spiel sagt jetzt langsam so, okay, sonst hat er bestimmt keinen Bock mehr zum Spielen. Deswegen lassen wir den mal gewinnen. Na guck mal, ich brauche nur noch einmal angreifen. Die Sache ist ja, er kann ja... das ist nicht schlecht. Was will ich denn jetzt sagen? Er kann ja die Exodia gerade nicht holen. Deswegen ist ja, dass ich gewinnen kann, relativ kurz. Wie gesagt, nur noch einen Angriff und er ist weg oder eine Runde. Ja, möchte ich bitte. Ich aktiviere diese Karte. Gerne wissen, welche ich verbannt habe. Okay, er legt endlich meine Karte. Na gut, dann eben noch zwei Runden. 2000 Defense! Ah! Oh, ich hätte ja auch sein Monster holen können. Ich hätte ja auch sein Monster zu mir holen können. Da wäre er jetzt schon fertig gewesen. Scheibenkleister. Warum zieht er jetzt noch so einen Haufen? Doch irgendwas noch vor. Und dann holen wir sein Monster rüber und dann haben wir gewonnen. Mittelphase. Und schaut, mein Süßer. Ja, Yugi, du hast gewonnen. Ich nehme Joes Rotäugigen und dein Locator-Cards. Ich habe verloren. Ich scheitere Meister, versuche mein Bestes. Nein, bitte sei nicht böse. Ah, Yugi, der Spinner hat seinen Verstand verloren. Erinnere dich an mich, Faro. Genau genommen, vielleicht tust du das nicht. Du warst gefangen im Puzzle, als ich kleinen Yugi duellierte. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg über deine Realitäten, obwohl er der schwächste Duellant in meiner Mannschaft war. Mein anderer Lakai werden sich dafür furchtbar beweisen. Yugi, was ist mit dieser Freakshow? Faro, ich habe auf dich seit Jahren gewartet. Endlich, nach all diesen Zeit, werde ich dich zerstören. Ich werde nicht zulassen, dass du andere Realitätenjäger scheitern, so wie dieser. Ich habe wenig Zeit für seine Art von Dummheit. Also habe ich in seinen Körper übernommen und seinen Geist im Schattenreich gefangen. Ich bin die Kontrolle. Wie kannst du ihn kontrollieren? Jeder der Millenniumsgegenstände erhält seine ganz eigene, einzigartige Kraft. Gedankenkontrolle ist die einfachste Aufgabe von meinem Millenniumstab. Erlaube mir, mich vorzustellen. Erinnere meinen Namen. Mike. Mike, was ist es? Was willst du von mir? Was willst du von mir, Mike? Ich will, was mir gehört. Und ich nehme es mit dem Bezug der stärkste der ägyptischen Götterkarten. Vor Jahrhunderten draußen, ein Trio von mächtigen Giganten tobt in ganz Antik-Ägypten. Dieser ägyptische Gott, Monster, bereitete Zerstörung in der ganzen Welt, bis der Pharao sie weg für die Ewigkeit versiegelte. Du wirst nie das Millenniums-Puzzle behaupten. Du hast es missverstanden. Ich möchte mehr als die Macht vom Puzzle. Ich möchte die Macht des Pharaos, die grenzenlosen Energie des alten Herrsch selbst, damit
wird niemand in meinem Weg stehen. Noch nicht, Mike. Ich fange an zu verstehen, warum Ichizu mich bat, beim Battle City teilzunehmen. Es ist mein Schicksal, zwischen dir und den bösen Mächten zu stehen, die du selbst suchst. Und ich will. Faro, deine Tage sind gezählt. Genieße das Spiel, solange du es noch kannst. Weil deine Herrschaft ist zu Ende. Mann, das war seltsam. Ich wusste, dass dieser Kerl ein großer Widerling war. Aber wer hätte gedacht, dass er nur eine Fassade für einen anderen Widerling war? Halte an zu ihm. Es ist nicht meiner zu nehmen, Kumpel. Du gewannst ihn fair und anständig. Außerdem haben die Realitätenjäger eine Tonne seltene Karten gesammelt. Ihr Decks sind alle verbessert, sodass ich weiß, dass sie schwer zu schlagen sein werden. Auch für dich. Du hattest immer meinen Rücken, also ist es Zeit, dass ich dir helfe. Zur Ausnahme, deswegen möchte ich, dass du meinen Rotäugigen behältst. Ich weiß, es wird sicherlich nicht nützen für dich. Irgendwann beweisen. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin noch in dem Wettbewerb, weil ich noch immer die seltene Karte Voraussetzung halte. Der Zeitzauberer! Weißt du, wenn du darüber nachdenkst, unsere beiden Herzen sind in unseren Decks. Wir sind ein Team. Gemeinsam werden wir nicht zulassen, dass ein Duellant uns schlägt. Danke, Joey. Ich werde gut auf deinen Rotäugigen aufpassen. Gut, jetzt manche Sachen übersprungen, aber das ist mir egal. Wir haben Kartenpreis, rechten Bein bekommen und Signaturkarte Belohnung, den rechten Arm. Oh, heilige Scheiße. Das war ein fucking Kampf. Oh, nee. Der Meister unter den Zauberern kommt als nächstes. Leute, wenn ihr das sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal und wir sehen uns nächstes Mal, wenn ihr einen Daumen nach oben gegeben habt. Ciao, ciao.